Today. Willkommen im Saloon, willkommen zurück zu Let's Play Drive Club. Ab und zu hole ich das Spiel nochmal aus der virtuellen Mottenkiste und wir stürzen uns, ach komm, hier einfach mal in ein PlayStation Plus Edition Rennen herein. Das heißt, hier dürfen auch die Leute mitspielen, die sich nicht die Vollversion des Spiels gekauft haben und drehen einfach mal ein, zwei Runden Online Multiplayer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Let's go. Zum Aufnahmezeitpunkt ist es Samstag vormittags. Dann bin ich ja froh, dass zumindest drei Spieler dabei sind. Obwohl Drive Club jetzt auch schon, ich habe es nicht nachgeschaut, roundabout 2 Jahre Fragezeichen auf dem Buckel hat. Na, die hat es auf jeden Fall schon. Sind trotzdem weiterhin Leute aktiv. Ich meine, auch ein beträchtlicher Teil an Spielern, die sich das Spiel eben über die PlayStation Plus Edition kostenlos runtergeladen haben. Und ansonsten endlich mal wieder mein bisheriges Lieblingsauto in Drive Club, den BMW M3 GTS. Here we go! Ja, wenn es nach mir geht, darf es dann auch losgehen. Es ist nachts, es schifft aus den Wolken. Optimale Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Rennen. Dafür sieht's hübsch aus. Los geht's! So. Die drei Kameraden oder Kameradinnen haben sich alle für den Alfa Romeo entschieden. Da dürfte ich zumindest fahrzeugtechnisch ein bisschen einen Vorteil haben. Der einzige Nachteil an BMW ist natürlich, dass wir reden hier über ein heckangetriebenes Fahrzeug, was natürlich bei nasser Fahrbahn jetzt nicht unbedingt die optimale Fahrzeugwahl ist, aber dafür geht das Teil hier ab wie Schmidts Katze und hat wirklich eine Straßenlage wie kaum ein anderes Fahrzeug in Drive Club, was ich bisher gesteuert habe. Aber alter Falter, es sieht nicht nur hübsch aus, der Regen, der sorgt auch für ganz schön rutschige Fahrbahn. Okay, und der Kamerad da vorne, auch wenn wir uns in einer PlayStation Plus Lobby befinden, hat das Spiel heute nicht zum ersten Mal gespielt, steuert seinen Alfa Romeo Spielzeugwagen doch relativ souverän über diese nasse Piste, während ich mir hier gerade noch ein bisschen schwer tue, mich einzufuchsen. Zumindest bleiben mir die Kameraden da hinten noch ein bisschen vom Nacken weg, aber an sich trotzdem ein, wenn man das so sagen kann, relativ spannendes Rennen. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht allzu viel Risiko fahren. Wir machen die nassen Kurven hier gerade echt ein bisschen zu schaffen. Aber meine Güte. Ich weiß, Drive Club ist nicht mehr das jüngste Spiel, aber trotzdem nach wie vor eines der bestaussehendsten. Schaut euch mal diese Spiegeleffekte auf der pitchnassen Fahrbahn an. Ein klitzekleiner Augenorgasmus. So, wir gehen in Runde 2 von 4. Ich habe eigentlich das latent leistungsstärkere Fahrzeug, aber der Kamerad da vorne fährt Bleifuß. So, schauen wir doch mal. Ich bin ja sehr vorsichtig, ein bisschen ängstlich. Ja, manchmal muss man auch einfach auf den Fehler des Gegners warten. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Außerdem verspürt man als Erstplatzierter meistens den Druck erst, wenn der Zweitplatzierte direkt an der Stoßstange hängt. Ansonsten kann man das Ding eigentlich ganz entspannt nach Hause schaukeln. So, ein bisschen sliden, auch wenn wir es nicht können, aber wir machen es einfach mal. Liegt aber mehr an der nassen Fahrbahn als am fahrerischen Skills. Habe ich gerade gesagt Skills? Ich meinte natürlich Skill. Aber so nachtragend seid ihr wahrscheinlich nicht. So. Also ich bin dann doch positiv überrascht, dass ich auf der nassen Fahrbahn das heckangetriebene Fahrzeug dann doch relativ sicher über die Piste führe, aber es reicht zumindest nicht für einen Sieg. Und es ist wirklich, oh, nicht nur, dass es nass ist, die Fahrbahn ist ja so eng und so kurvig, dass ich mich gar nicht traue, links unten aufs Radar zu gucken. Ah, jetzt habe ich es getan, sehr schön. Die Kameraden sind weit weg. Der Tag bricht herein. Mal sehen, ob das was bringt. Zum Abtrocknen der Strecke wird es logischerweise nicht mehr reichen. Aber schau mal, das sieht schon geil aus, ne? Weil da hast du auch trockene Flächen auf der Straße und nasse. Alter Falter. Evolution Studios. Schick
gemacht. Auch wenn sie in der Zwischenzeit aufgelöst worden sind und die Mitarbeiter quasi auf andere Teams verteilt wurden. Ich weiß nicht, ob es an dem mäßigen Erfolg von Drive Club liegt, obwohl man jetzt nicht sagen kann, dass wir hier von einem unerfolgreichen Spiel reden. Nein. Aber es hatte natürlich insbesondere in den ersten Monaten nach Release, obwohl es um Monate verschoben wurde, doch wirklich massive technische Probleme gehabt. Mittlerweile sprechen wir hier von einem richtig spaßigen und runden Rennspiel, das, wie gesagt, sowohl optisch als auch technisch mit jedem aktuellen Racing-Spiel mithalten kann. Es ist eine Augenfreude. Ein Wortspiel aus Augenschmaus und Gaumenfreude. Ist das nicht herrlich? So. Na, für den ersten Platz reicht's nicht. Für den ersten Platz reicht es nicht. Obwohl wir... Achso, warte mal, rechts oben. Ja, genau. Runde 3 von 4 sind. Ich habe gerade links oben geguckt. Das war scheiße. Das war scheiße. Schande, 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 Schande. Okay, damit ist endgültig der erste Platz weg. Und Kamerad Nummer 3 hatte somit die Chance, näher an mich ranzukommen. Ein so ein klitzekleiner Fehler. Das ist halt die Herausforderung. Egal ob im echten Rennsport oder in virtuellen Rennspielen. Über die komplette Länge des Rennens, die... Die Ruhe und vor allem die Nerven zu bewahren. Obwohl das ja beides so ziemlich dasselbe ist oder in dieselbe Richtung geht. Aber naja, wie gesagt, wenn es für einen Sieg nicht reicht, genießen wir die wundervolle Grafik. Und schmachten vor unserem Bildschirm dahin. So. Letzte Runde. Ein Kurvenfahrtenduell gibt es nochmal. Dass ich, so wie es aussieht, erstmal richtig schön verkacken werde. Dafür müsste man ein bisschen besser auf der Ideallinie entlangfahren. Na, mal sehen, ob ich noch was reißen kann. Man weiß ja immer nicht, wie der Kontrahent gefahren ist. Nein! Verkackt. Natürlich eine der ganz speziellen Besonderheiten im Drive Club, eben diese in das Rennen eingebauten Social Features wie Kurvenduelle, Driftduelle, Zeitduelle und whatever sonst noch. Wenngleich man sich, finde ich, bei der Geschwindigkeit und vor allem bei den Streckenverhältnissen nicht besonders auf diese Features konzentrieren kann. So, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt schaukelt das Ding nach Hause. Hat in Anführungsstrichen nur für den zweiten Platz gereicht. Aber gut. Man soll sich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen. Denn mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und weil es so schön war, klatschen wir ein zweites Rennen hinten dran. So, das Ganze blenden wir mal aus. Ein paar Sekündchen müssen wir noch warten, bis alle Spieler das Ziel erreicht haben, beziehungsweise rausgeschmissen werden. Und ich spiele das Ganze hier an einem XP-Wochenende, wo es dann nochmal doppelte XP-Erfahrungen gibt, plus den Vorbesteller-Bonus. Es regnet Erfahrungspunkte. So, wir gehen aber einmal kurz raus, weil wir keine Lust haben, über eine Minute auf das nächste Rennen zu warten. Eine kleine übrig gebliebene Schwäche von Drive Club, dass die Pause, der Zeitraum zwischen zwei verschiedenen Matches, wenn man in derselben Lobby braucht, bleibt leider viel zu lang ist. Eine Minute Wartezeit plus Ladezeit. Ich will spielen und nicht warten, Ladies and Gentlemen. So, na gut, super. Wir haben zumindest mal eine Gruppe gefunden hier. Und sind diesmal zu fünft unterwegs. Die Verbindung zu den Spielern mit hergestellt. Fahrzeugklasse ist Hyper. Tageszeit 17 Uhr, Zeitraffer mal 1. Wetter bewölkt und Regen gibt es zumindest keinen. So, und wir haben die Wahl zwischen dem W Motors Lycan Hypersport und dem Ruf CTR 3 Clubsport. Komm, wir nehmen mal das Spielzeugauto hier. W Motors Lycan Hypersport. Einen Namen, den sich eigentlich kein Mensch
merken kann und ein Fahrzeug, von dem ich bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch nie etwas gehört habe. Aber ihr seht, selbst beim Videospielen lernt man dazu. So, wunderschöne Schnee-Gletscherlandschaft. Mal sehen, wie wunderschön das Ergebnis am Ende des Rennens ist. Alter, was hat der denn da für ein Raumschiff? Ui. Und eine Goldlackierung. Ja, holla die Waldfee. Ja, trockene Strecken, merke ich gleich sofort, sind mir dann doch schon mal um ein Vielfaches lieber. Ich habe es nämlich ganz gerne, wenn das Auto dort bleibt, auf der Strecke, wo ich es haben will. So, einer hat sich gerade verabschiedet. Aber, Nachtigall, ich höre die Trapsen. Vorsichtig sein. Die Hyper-Fahrzeuge sind nämlich scheiße schnell. Ach, entschuldigt bitte die Fäkalworte. Und sind somit umso schwerer auf der Strecke zu halten. So, die Schwäche habe ich ausgenutzt. Obwohl es sich nur um Sekunden handeln kann, bis er auch meine Schwäche ausnutzt. Ach, und schaut mal, wie schön sich auch die Landschaft auf dem Fahrzeug, auf den glänzenden Teilen des Lacks widerspiegelt, wie man auch links und rechts die Seitenspiegel animiert hat. Also das sind so kleine technische Finessen, die einfach Drive Club, ups, drauf hat. So, jetzt mal gucken, was ich so drauf habe. Hinter uns sieht es noch ganz gut aus, aber wie gesagt, mit 300 Stundenkilometer durch die norwegische Gletscherlandschaft, das kann auch mal schnell zu Straßenopfern führen. So, ach, da hätte man Vollgas geben können, sorry. Schön wegbleiben, schön wegbleiben. Oh, 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 gelbe Kurve. Also großzügig ausgelegt. So, ein kleines Feuer am Rand, den Zuschauern ist schließlich kalt. Ja, ja, das ist immer das. Das ist immer auch die Herausforderung, wenn man natürlich in jedem Rennen ein anderes Fahrzeug fährt, sich da erstmal wieder ein bisschen darauf einzustellen, dann spiele ich das Spiel auch nicht so regelmäßig, dass ich jetzt alle Strecken aus dem FF könne. Aber das Schöne ist ja, dass es mich bei Drive Club auch hier um keine hochrealistische Simulation handelt, sondern doch um einen Spaß, um einen spaßfokussierten Arcade Racer. So, ja. Und das passiert halt, ne? Das passiert halt. Schwächen werden gnadenlos ausgenutzt. Die Kiste ist schnell, die Kiste ist aber leider auch relativ leicht. Und somit gerade in den Kurven nicht megamäßig stabil. So, und ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Pro vom Rookie. Und wie das bei den meisten Spielen ist, Training ist halt einfach alles. Streckenkenntnis, Fahrzeugkenntnis ist das A und O. So, aber wenn das eine grüne Kurve war, weiß ich auch nicht. Okay, schade. Aber ich bin ja schon zufrieden, wenn ich das Fahrzeug einigermaßen sicher auf der Strecke behalten habe. Das war der Fall. Es hat leider nur zum 5. von 5 Plätzen gereicht. Aber Spaß macht's trotzdem. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Wenn ja, freue ich mich immer über Kommentare und über Däumchen nach oben unter dem Video und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Drive Club Video wiedersehen. Bis hoffentlich bald, euer McRalph.